der Penn Junction. Ich sitze in einem Zug der Southern West Line von Alton am London Waterloo. Es ist ein schöner Spätsommertag und der Zug ist gut gefüllt. Aus der eingleisigen Nebenstrecke wird bald ein fünfgleisiger Schienenstrang, der sich in einem breiten Schotterbett durch die Vororte von Greater London in Richtung Waterloo dahinzieht. Station nach Station taucht auf, wird durchfahren und verschwindet im Dschungel der Schienen, Oberleitungen und Signalbrücken. Auf einmal, inmitten hunderter anderer, eine Werbetafel gibt ihre Botschaft auf. Clapham Junction, the busiest railway station in England. Vor meinem geistigen Auge taucht ein Bahnhof auf mit einem unübersichtlichen Gewirr von Schienen, Bahnsteigen, Hinweistafeln, Zügen und vor allem Menschen, Menschen, Menschen. Der Zug verlangsamt seine Fahrt und links und rechts beginnen Gebäude aufzutauchen. Staubige Fassaden im Schein der Vormittagssonne, blinde Fenster, geschlossene Türen. Bald wird aus vereinzelten Gebäuden eine geschlossene Fassade gebaut. Die Größe der Station scheint beeindruckend zu sein. Der Zug rollt aus und kommt langsam zum Stehen. Die Bremsen quietschen und stöhnen ihren Protest. Für einige Augenblicke überdeckt der Zuglärm jedes andere Geräusch. In das abflauende Getöse dringt eine blecherne Lautsprecheranlage. Am Junction! Clapham Junction, this is Clapham Junction. Und dann auf einmal völlig unerwartet. Still. Ich schaue links aus dem Fenster. Nur Geleise. Weit drüben Bahnhofsgebäude. Kein Mensch in Sicht. Ich wende den Kopf und schaue rechts hinaus. Ein breiter Bahnsteig. Ein hässliches Bahnhofsgebäude, kein Mensch. Unvermutet klappt eine Tür, vermutlich im nächsten Waggon. Unnatürlich laut in der brütenden Stille des heißen Vormittags. Darauf laute Schritte, die sich geschäftig und schnell vom Wagen entfernen. Einige Augenblicke sind sie gut zu hören, dann werden sie leiser, verstummt. Stille. Ich schaue wieder links aus dem Fenster und entdecke auf dem Fenstersims eines der Gebäude eine schlafende Katze. Unbeweglich liegt sie im Schatten, nicht einmal ihre Schwanzspitze zuckt. Plötzlich bewegt sich der Waggon ganz leicht und gibt ein leises, knarrendes Geräusch von sich. Es ist, als ob er die Müdigkeit von sich abschütteln will, die ihn in dieser angenehmen Wärme und Stille überkommen hat. Doch schon wenige Sekunden später gibt auch die Lokomotive Töne von sich und fast unmerklich setzt sich der ganze Zug mit zunehmendem Geräusch in Bewegung. Die Gebäude werden weniger, bleiben zurück und immer noch ist kein Mensch zu sehen. Nach wenigen Augenblicken fahren wir im gewohnten Tempo weiter dem Zentrum der Riesenstadt entgegen und die Erinnerung an Clapham Junction ist wie ein halb vergessener Traum, bei dem man nicht weiß, ob man ihn wirklich geträumt hat oder ob er vielleicht doch irgendwann einmal in der wachen Wirklichkeit geschehen ist. Clapham Junction, the busiest railway station in England.